Die Generation Z. Die Bewerberin betont ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach frühem Feierabend und flexibler Rücksichtnahme auf ihr Privatleben in den ersten 5 Minuten des Vorstellungsgespräches. Das Nachwuchstalent findet Reverse Mentoring toll. Sie erklärt dem CEO, wie Talente von morgen denken. Ausgerechnet Hugo Boss verkauft erfolgreich an die Generation Z. Eine 14-jährige Schauspielerin gründet mit 20 Jahren eine erfolgreiche Agentur, die sie auch noch mit weiterführt, als sie ein Jahr später Mutter wird. Zwischen 1995 und 2010 wurde die Generation Z geboren. Was ist los mit ihnen? Ist die Generation ganz anders oder gilt, die Gen Z unterscheidet sich eigentlich nicht viel von anderen jungen, aufstrebenden Generationen, wie beispielsweise der 68er-Generation. Der einzige Unterschied, Generation Z ist mächtiger. Eigentlich ist das egal. Wichtig ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Generation um? Dazu haben 6 Fachmenschen ein Buch herausgegeben, in dem 28 Autoren ihre Sicht der Generation Z beschreiben. Stark sind Beiträge aus der Praxis, in dem PersonalerInnen, Führungskräfte und Marketingmenschen beschreiben, was sie erfolgreich umgesetzt haben. VW wollte sie besser kennenlernen, die Generation Z, dort Generation Greta. Schüler wurden eingeladen zu einem Wettbewerb, ausgerichtet an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Ziel ist der langfristige Aufbau einer Community, noch nicht direkt Recruiting, dazu waren die Teilnehmenden zu jung. Werbung mit Influencern vor Auswahl, dann die große Abschlusspräsentation in Wolfsburg mit professionell gestalteten Pitches. Hört sich wie eine Erfolgsstory ohne jeden Widerstand an. Nur, dass überhaupt nicht ohne jeden Widerstand die Dinge liefen. Ja, es gab Schülerinnen und Schüler, Überflieger, die sich sofort im Wettbewerb stellten und gute Ideen einreichten. Aber VW hat auch viele Schüler angesprochen, die nicht für ein bestimmtes Thema brennen. Die nicht für eine bessere Umwelt oder eine bessere Gesellschaft kämpfen wollen, sondern nach einem anstrengenden Schultag einfach chillen und relaxen wollten. Von diesen Schülerinnen und Schülern konnten einige doch noch für den Wettbewerb gewonnen werden, durch persönliches Gespräch. Das ist auch die Lesson learned von diesem Fall. VW begann mit Design Thinking, mit der Entwicklung und Verfeinerung von Personas für die Generation Z. Aber wirklich erfolgsentscheidend war das Gespräch mit Menschen aus der Generation Z. Im Original: Es braucht Freude am Kontakt mit der jungen Generation, das Interesse, diese kennenzulernen, mehr von ihr zu erfahren und Programme mit und für die junge Generation gemeinsam umzusetzen. Nur dann gelingt es, eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen. Führung ist eine zweiseitige Geschichte. Man braucht eine Führungskraft und einen Mitarbeiter, der sich führen lässt. Das Buch zeigt beide Perspektiven. Der Chef einer Spedition, Inhaber in der 5. Generation, führt einmal im Quartal ein Early-Bird-Frühstück durch. 2 Vorstandsmitglieder frühstücken mit den Dualen und Werkstudenten. Ziel ist ein Gespräch mit den jungen Menschen. Ziel ist, mit ihnen zu reden, nicht bloß über sie. Manche Vorstandsmitglieder gehen noch weiter und lassen sich eine Woche lang von einem Studierenden begleiten. Sensible Personalgespräche sind vielleicht ausgeschlossen, aber ansonsten können diese Studierenden eine Woche lang die Arbeit eines Vorstands begleiten und mit ihm über das zu diskutieren, was sie dort mitbekommen. Zum Beispiel über die Frage, ob die Rolle des obersten Chefs als Chief Executive Officer gut beschrieben ist oder ob Chief Visionary Officer angemessener ist. Das Fazit des Chefs: Seid mutig und lasst uns über zentrale Fragen reden und diskutieren. Was sind die Entscheidungsgrundlagen eurer Generation? Was müssen wir als Unternehmen mitbringen, um für euch interessant zu sein? Zum einen als Dienstleister, zum anderen als Arbeitgeber. Das nächste Kapitel greift dann die andere Perspektive auf. Eine duale Studentin berichtet von ihren Erfahrungen mit Mentoring. Okay, die Studentin hat bereits als Schülerin einen Start-up-Wettbewerb gewonnen und ihr Mentor ist der Chef ihres Ausbildungsunternehmens, eines DV-Unternehmens mit über 1000 Beschäftigten in Deutschland. Die Studentin hat in ihrem Unternehmen eine Austauschplattform für junge Beschäftigte etabliert, digital selbstverständlich, und schwärmt von Mentoring, aber auch von Reverse-Mentoring, durch das ihr Mentor ein Gefühl für die Arbeitsweise und die Sicht von jungen Talenten bekommt. Das Fazit der Studentin: Rückblickend würde ich sagen, dass die Kombination aus Mentoring und meinem eigenen Projekt meine persönliche Weiterentwicklung sehr gefördert haben. Ich habe extrem schnell gelernt, wie man von der Idee zur Umsetzung kommt, wie man Ideen in einem Unternehmen wie Salesforce vorträgt und Leute dafür begeistert. Während der Projektphase haben mich der Austausch mit hilfsbereiten Managerinnen, aber auch die Interviews mit Studierenden weitergebracht.
Ich habe von beiden gleichermaßen gelernt. Daher lautet meine Empfehlung: Vertraut einander und redet miteinander. Die nächste innovative Idee könnte direkt vor euch liegen. Ja, Führung ist wirklich eine zweiseitige Geschichte. Hugo Boss kenne ich als eine seriöse, aber etwas langweilige Marke. Hugo Boss Anzüge tragen die braven Angestellten in den Büros der Großunternehmen. Okay, mit der neuen Marke Boss will Hugo Boss die Generation Z ansprechen und das scheint auch zu funktionieren. Für Haribo die Kooperation mit Super Mario auch. Hanna ist zum ersten Mal in der Schweiz und ich zeige ihr jetzt Zürich. Wer bist du? Es ist ein wunderschöner Adidas-Store. Aber wieso sagt Adi das? Das sind Adi Di Toro und Hanna Tulnik. Sind die beiden ein Paar? Die Frage beschäftigte doch einige Mitglieder der Generation Z. Und die Werbeagentur für Adidas nutzte diese Diskussion aus, um für diesen Adidas-Store zu werben. Aber Hanna Tulnik trägt deutlich eine Jacke von North Face. Und die hat in einem Werbevideo für Adidas nichts zu suchen. Das Fazit der Werbeagentur? Weder jemand aus unserem Team noch einer der zwei Content-Creator war über 25 Jahre alt. In der Umsetzung hatten wir fast freie Hand. Doch auf strategischer Ebene erhielten wir wertvolle Impulse von den Brandmanagern von Adidas. Zuletzt ist es die gegenseitige Wertschätzung, die eine erfolgreiche generationenübergreifende Zusammenarbeit ausmacht. Dann kann man auch mal ein Auge zudrücken, wenn junges Blut übermütig handelt oder Erfahrung steif wirken lässt. Yael Mayer ist Mitbegründerin von Siem. Als junge Stimme in der Business- und Medienwelt erkennt Yael das Potenzial der Gen Z. Mit 14 Jahren startete Yael ihre Schauspielkarriere mit einer Hauptrolle in einem Spielfilm. Mit 17 Jahren wurde sie zur jüngsten Mitarbeiterin der Schweizer Tageszeitung Blick. Mit 19 Jahren gründete sie Siem und mit 20 wurde sie Mutter. Heute ist Yael 22 Jahre alt, wurde als Forbes 30 under 30 und zweimal als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet. Im Buch schreibt sie darüber, wieso erfolgreiche Unternehmen mit den Jungen sprechen und nicht über sie, stellt also die Leistungen ihrer Agentur vor. Diana zur Löwen ist Content Creator und Business Angel. 2018 hat Diana zur Löwen die Innovationsberatung Co-Design Factory mitgegründet, 2020 ihren eigenen Online-Shop Relationship und 2021 Roar Ventures. Im Buch schreibt Diana zu Löwen darüber, warum Content Creation in Social Media eigenen Regeln folgt, nicht aber darüber, was genau sie als Unternehmerin tut. Julius de Gröter hat auch früh ein Unternehmen mitgegründet. Er beschreibt tatsächlich, wie es zur Gründung kam. Sein Text beginnt mit: Wenn ich nur eine Eigenschaft nennen dürfte, mit der ich die Gen Z beschreiben soll, dann wäre es ihr aktivistischer Charakter, ihre Art und Weise, einfach anzufangen. Genauso beginnt auch seine Gründungsgeschichte. Julius de Gröter hatte bei einem Businessplanwettbewerb mitgemacht. Ein Freund fragte ihn, ob er die Idee nicht tatsächlich umsetzen wollte. Er wollte. Ein dritter Freund konnte programmieren, hatte er sich rein aus Interesse selbst beigebracht. Anlass war eine Geschichte aus ihrer Schule. Dort kam es in den 1970er Jahren zu sexuellem Missbrauch. Wie könnten Menschen heute reagieren? Zum Beispiel per Chat Unterstützung organisieren? Da fehlt doch eine App. Genau das war die Geschäftsidee. Dann gingen Julius de Gröter und seine Freunde daran, unser Netzwerk zu aktivieren und auf Social Media sowie in der Presse Vollgas zu geben, um unsere Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Innerhalb von 4 Wochen hatten wir es geschafft, ohne Werbeaufgaben über 100 KrisenberaterInnen für unseren Chat zu rekrutieren und das Produkt zu bauen. Seitdem sind wir rund um die Uhr täglich online und konnten bereits über 20.000 Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Raum helfen. Der Grund, warum die Gen Z ihre Probleme also selbst in die Hand nimmt, ist klar, weil es andere sonst nicht tun. Die Gen Z polarisiert wie kaum eine Generation zuvor. Die Gen Z unterscheidet sich eigentlich nicht viel von anderen jungen, aufstrebenden Generationen, wie beispielsweise der 68er-Generation. Beides steht in diesem Buch. Seine Stärke ist, das Buch vereint viele unterschiedliche Stimmen. Die einzelnen Texte zeigen die Gen Z aus verschiedenen Perspektiven. Die Autoren sind zwischen 15 und 78 Jahre alt. Die Sichtweisen streuen genauso stark. Am meisten habe ich aus den Texten gelernt, in denen es konkret wird, in denen beschrieben wird, wie Recruiting, Führung, Marketing und Gründung mit der Gen Z angegangen wurde, was passiert ist. Umgekehrt, eine systematische, logisch konsistente Analyse wird hier nicht geboten. Wer aber ein Kaleidoskop zur Gen Z sucht, der wird in diesem Buch fündig.
Für einen Überblick zu unterschiedlichsten Blickwinkeln auf die Generation Z ist das Buch eine klare Leseempfehlung. Eine klare Empfehlung ist auch das Video, das genau für Sie ausgewählt wurde. Ich freue mich, Sie dort wiederzusehen.